Hallo und willkommen zu meinem zweiten Video zum Boss Indicator. In diesem Video will ich nur kurz die Testergebnisse bisher zeigen. Das ist jetzt etwa eine Woche Test. Bei einer Gewinneinstellung von 59,5%. Wer mehr über den Boss Indicator wissen will, der kann hier klicken und findet dann mein anderes Video dazu. So, wir haben hier den MetaTrader. Der ist jetzt wie gesagt eine Woche durchgelaufen. Zu beachten ist vor allem auch, dass der wirklich über eine Woche durchgelaufen ist. Ich habe weder bei News das Trading unterbrochen, noch habe ich irgendwelche anderen Zeiten Pausen gemacht. Hier sieht man jetzt ganz schön die Wahrscheinlichkeit der letzten Trades. Ich habe wie gesagt eine Einstellung von 59,5% als Signal eingestellt. Hier oben sieht man es. Wie man hier sieht, ist 61,7% durchaus vorgekommen. Na, 60%. Nochmal 60%, hier noch ein paar Mal 60%. Also, man könnte durchaus eine höhere Einstellung treffen. Ich meine auch 65% schon gesehen zu haben. Bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher. Da wieder 60%. Zu beachten ist hier 63%. Zu beachten ist hier natürlich auch, dass ich ja ein Signal schon bei 59,5 bekomme. Ich bekomme danach keins mehr. Will heißen, wenn die Wahrscheinlichkeit danach noch besser wird, dann würde ich das hier gar nicht sehen. Also ich würde eine Einstellung von 60, 61% vielleicht ausprobieren. Das wird der nächste Test sein, den ich laufen lasse. Da denke ich, ist noch ein bisschen mehr zu holen. Beenden wir das hier mal kurz. Hier zum Beispiel auch 61%, 60% die neuesten Signale jetzt. Gerade während ich rede. So, schauen wir einfach mal. Wir sehen hier jetzt beim australischen Dollar, US-Dollar, dass wir circa 63% Gewinnrate haben. Ich hätte hier mal kurz alles zusammen. So, also wir haben hier im US-Dollar, japanisch Yen, 22 gewonnen und 22 verloren. Hier 35 gewonnen und 35 verloren. Hier 53 gewonnen und 31 verloren. Hier 14 gewonnen und 11 verloren. 3 gewonnen und 2 verloren. Hier gab es gar keinen Trade. Finde ich ein bisschen verwirrend persönlich, dass es innerhalb einer Woche hier keinen einzigen Trade gab. Im Euro-US-Dollar. Aber gut. Weiß nicht, woran das liegt. Und hier 6 gewonnen und 3 verloren. Das macht insgesamt 133 Gewinner bei einer Gesamtanzahl von 236 Trades. Das heißt, momentan sind wir bei 56,3% Gewinnrate. Weil hier zum Beispiel gerade noch ein Trade läuft, der jetzt bald zu Ende sein dürfte wahrscheinlich. Ja, dauert noch 5 Minuten. Und hier läuft zum Beispiel auch noch einer. Das könnte auch noch ein Gewinner werden. Dann verschiebt sich das Ergebnis natürlich wieder ein bisschen. Insgesamt bin ich verhältnismäßig zufrieden mit dem Boss Indicator. Ich werde mit dem auf jeden Fall weiter experimentieren. Wie gesagt, ich werde 61% als nächstes ausprobieren. Auf lange Sicht denke ich, kommt er tatsächlich an die 59,5% ran. Wie gesagt, Ding ist, dass man hier exakte Auslaufzeiten handeln muss, um die gleichen Ergebnisse zu bekommen. Und natürlich muss man den Einstieg finden. Es gibt allerdings einen Zusatz, der die Verbindung zu Trade4Me ermöglicht. Dazu mache ich dann das nächste Video noch, demnächst, in ein paar Wochen oder ein paar Tagen. Damit lassen sich die Signale automatisch handeln. Es gibt außerdem noch drei Zusatzindikatoren, vier. Einer, der setzt die Signale während den News aus, der ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also ich habe wie gesagt hier die News durchgehandelt und da war zum Beispiel auch das Referendum in Italien oder Spanien, bin jetzt gerade nicht sicher, mit dabei. Das wäre zum Beispiel auch eine Zeit gewesen, die hätte man besser vielleicht vermieden. Da habe ich mich jetzt gar nicht drum gekümmert. Das ist auf jeden Fall noch ein sinnvolles Add-on, wenn man das automatisch laufen lassen will vor allem. So, wie gesagt, ist nicht jeder Broker perfekt dafür geeignet. Ich kenne vor allem zwei Broker, die gut geeignet sind, weil sie eben diese festen Auslaufzeiten haben, also eine 10-Minuten-Option exakt 10 Minuten läuft. Das ist einmal StockPair, das ist mein persönlicher Favorit eigentlich. Der zweite ist Binary.com. Binary hat den Vorteil, dass es a kleine Mindesthandelsbeträge hat von 5 Euro und außerdem sehr viele Optionen, sehr viele Ausführungszeiten und Möglichkeiten. Außerdem ist es mit Trade4Me kompatibel. Das heißt, hier ist das automatische Handeln der Signale möglich. Das macht das vor allem interessant. Weitere Informationen finden Sie hier unten auf meiner Webseite zu den Brokern.
Kommen wir kurz nochmal zu meinem Bonusangebot. Das habe ich im ersten Video schon erwähnt. Und zwar, wer diesen Indikator über meinen Link erwirbt, der erhält zum einen meinen 60-Sekunden-Videokurs, also für 60 Sekunden binäre Optionen, meinen eigens dafür kreierten Ratgeber, wie man den Boss-Indikator richtig nutzt. Hier sind nochmal drei Strategien drin, die die Performance verbessern können, die man nutzen kann. Und da werden auch noch mehr dazu kommen. Und mit zu diesem Ratgeber gehört auch mein Video mit der einen speziellen Handelsstrategie für den Boss-Indikator, die ich nutze. Auch hier wird noch mehr dazu kommen. Wenn man den Bonus bekommt, dann sieht man das Video auf YouTube und hat dort einen Link zu einer Playlist, die sollte man abonnieren. Dann, oder sich speichern, dann findet man dort dann auch die zukünftigen Videos. Um ihn zu bekommen, sollten Sie Ihre Cookies löschen, dann den Boss Indicator über diesen Link erwerben, also de.binary-options-pro.com/x/groß geschrieben BOSS und danach Ihre Quittung ohne sensible Daten, die können Sie vorher schwarz machen natürlich, an die E-Mail-Adresse schicken. Für gewöhnlich bekommen Sie den Bonus dann innerhalb von wenigen Stunden oder einen Tag maximal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und werde, wie gesagt, in ein, zwei Wochen das dritte Video zu dem Boss Indicator veröffentlichen und meine Endergebnisse darin zeigen.